Ja, und damit sage ich mal wieder Hallo und herzlich willkommen hier bei TourLoxyK Let's Play. Und wir gehen heute in ein neues Projekt. Und zwar machen wir heute mal was Neues, was ich noch gar nie gemacht habe. Und ich habe mir auch überlegt, ob ich es überhaupt machen soll und wie ich das Ganze dann nennen werde. Und ja, ich habe mich dazu entschlossen, es kein Walkthrough zu nennen und auch kein Tutorial zu nennen, weil dafür bin ich, glaube ich, nicht fit genug und dafür mache ich selber noch zu viele Fehler. Nichtsdestotrotz, es geht in dem Ganzen, wie ihr schon hier im Ladeschirm sehen könnt, um Workers und Resources Soviet Republic. Ein, wie ich finde, ganz interessantes Spiel für alle Freunde von Aufbau. Geschichten mit irgendwie Zusammenhänge von Produktion und so weiter und so fort. Hast du nicht gesehen? Es ist, ich finde es total spannend gemacht. Ist allerdings tatsächlich sehr komplex, was dann auch der Grund ist, warum ich mich dazu entschieden habe, das Ganze mal anzugehen. Und ich werde es eben, wie gesagt, kein Walkthrough oder Tutorial nennen, sondern ich nenne es ganz einfach ein How-To. Und zwar How-To erste Stadt, also sprich, wie baue ich hier eine vernünftige, funktionierende erste Stadt. Ich habe dabei nicht den Anspruch, dass ich irgendwie die einzige mögliche Lösung präsentiere oder sage, das geht nur so und nicht anders. Das ist nämlich nicht korrekt. Es geht mit Sicherheit noch auf zig verschiedene andere Wege und da kann jeder so nach seinen eigenen Vorlieben das angehen, wie er oder sie das jeweils möchte. Jetzt wird wahrscheinlich der ein oder andere sagen, ja, wieso das Ganze dann überhaupt? Das ist auch eine berechtigte Frage. Ich für meinen Teil beantworte die folgendermaßen, dass das Spiel gibt es schon eine ganze Weile im Early Access. Es ist auch noch im Early Access. Und ich habe das eigentlich mir ganz am Anfang mal geholt und hatte absolut überhaupt keinen Durchblick, wieso und weshalb und wer gegen wen und warum eigentlich. Und nachdem ich mir gedacht habe, dass vielleicht der ein oder andere genauso schwer vom KP ist wie ich selber und ich demjenigen oder derjenigen das ersparen möchte, was ich gemacht habe, weil ich habe nämlich ungefähr gefühlt 1000 Videos angeschaut und nach jedem Update dann das Ganze nochmal. Wobei das wird jetzt nicht ausbleiben, weil es wird noch mehrere Updates geben und es wird sich immer mal wieder was verändern. Nichtsdestotrotz habe ich quasi ewig gebraucht, bis ich dann mal so weit war, dass ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich es halbwegs verstanden, worum es geht. Und ja, es gibt halt einfach so Leute wie mich, die sich dann irgendwie beim Anschauen leichter tun und deswegen habe ich mir gedacht, naja, für Leute, die genauso denken oder genauso drauf sind wie ich, mache ich jetzt einfach mal so ein How-To, wie man so eine Stadt denn am besten bauen kann, damit man überhaupt mal loslegen kann. Und ich werde jetzt auch mit Sicherheit nicht alles neu erfinden, also es wird mit Sicherheit verschiedene Dinge geben, die man auch schon anderswo so gesehen hat. Nicht, weil ich jetzt hier irgendwelche Sachen kopieren oder nachmachen oder sonst was will, sondern einfach, weil es funktioniert. Und ja, wenn es funktioniert, warum soll man da dann jetzt hier großartige Änderungen machen? Ich werde allerdings versuchen, möglichst auf alles einzugehen, was so zum aktuellen Stand zu sagen ist, damit man eben quasi mit der aktuellen Version das Ganze dann irgendwie umsetzen kann. Und ich werde natürlich auch so meine eigenen Gedanken dazu einfließen lassen, da, weil sonst hätte ich es mir ja gleich sparen können. Wie gesagt, es gibt schon eine ganze Latte Videos dazu. Ich habe auch einige geschaut, aber irgendwie war halt dann keins so richtig. Und dann habe ich mir da gedacht, ja, das würde ich anders machen und so würde ich anders machen und das muss ich einmal ausprobieren. Ja, und letzten Endes habe ich mich dann dazu entschlossen, vielleicht hat ja irgendjemand Spaß dran, das auch auf meine Art zu probieren oder sich einfach mal meine Art und Weise dann mal anzugucken. Und ja, deswegen gibt es jetzt ein How-To. Erste Stadt und wir schauen uns das Ganze zusammen
an und gucken mal, wie weit wir kommen. Es wird also auf jeden Fall ein endliches Projekt werden. Ich werde jetzt nicht Ewigkeiten weiter daran spielen, sondern tatsächlich nur, bis die Stadt soweit steht und bis dann das erste Mal läuft und wir dann anfangen zu expandieren. Dann werde ich das erstmal pausieren, gucken, wie es läuft. Und wenn die Nachfrage da ist oder wenn es gut ankommt, mache ich dann unter Umständen eine zweite Staffel, wo ich dann entweder nochmal von vorne anfange oder dann eben hier an der Stelle weiter spiele. Ich werde den Spielstand dann auf jeden Fall aufheben. Zum Thema Spielstand muss ich gleich sagen, ich habe Autosave reingeklatscht alle 3 Minuten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also nicht wundern, wenn da mal dann kurz immer der Speicherbildschirm aufploppt. Es ist einfach so, dass das Spiel hin und wieder mal noch abstürzt aus unerfindlichen Gründen. Es kommt nicht allzu oft vor, aber wie das halt immer so ist, genau an den Stellen, wo man es am wenigsten brauchen kann. Und deswegen die häufigen Autosaves. Längenmäßig werde ich versuchen, dass ich ungefähr immer so eine halbe Stunde einhalte. Wahrscheinlich wird es immer ein bisschen mehr werden. Die erste Folge jetzt hier sowieso, weil ich jetzt gerade hier schon wieder zu viel am Anfang am Sabbeln bin. Und deswegen würde ich auch sagen, fangen wir jetzt auch gleich einmal an. Wir machen ein neues Spiel und wir nehmen eine Modkarte, und zwar Sozialistisches Europa, die habe ich mir runtergeladen. Die gefällt mir ganz gut, weil die Rohstoffe gut verteilt sind und für das, was ich zeigen will, eben auch der Export und Rohstoffe weiter gut liegen. Werdet ihr dann sehen, wenn wir soweit sind. Und deswegen nehme ich die jetzt mal, außerdem dachte ich mir Modkarte deswegen, damit halt wirklich jeder die gleichen Voraussetzungen hat, der es vielleicht auch auf meine Art und Weise ausprobieren möchte und das eine oder andere nachbauen, dann ist halt der Anfang quasi für alle gleich. Die Schwierigkeit, ich nenne jetzt das gar nicht kurz um, lasse das mal größtenteils soweit eingestellt, Startgeld nehmen wir auf leicht. Einfach damit uns jetzt nicht hier beim Demonstrieren die Kohle ausgeht. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob alles funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Dafür bin ich nicht gut genug, sonst hätte ich es Tutorial genannt. Unendlich finde ich jetzt unrealistisch, das ist auch albern. Die Reaktion unzufriedener Bürger lasse ich jetzt auch mal auf einfach, weil ich mich jetzt aktuell nicht mit den Bürgern ärgern will, sondern das Ganze hier einmal demonstrieren und euch zeigen. Energiemanagement machen wir aber natürlich, Gebäude und Fahrzeuge, weil das wollen wir ja soweit kennenlernen. Tag-Nacht-Zyklus mache ich auch mal an. Ich weiß noch nicht, eventuell, wenn es ständig finster ist, wenn ich was zeigen will, kann sein, dass ich das wieder rückgängig mache. Wir lassen es jetzt mal drin. Sommer, Winter machen wir natürlich auch. Feuer in Gebäude lasst man normal. Die globalen Ereignisse macht man auch an, das könnte uns unter Umständen auch das Genick brechen, wenn die Weltmarktpreise irgendwie einbrechen, aber egal, wir lassen es trotzdem mal drin. Wir starten wegen dem Charme von dem Ganzen im Jahr 1960 und die Fahrzeuge sind natürlich auch nach Baujahr nur verfügbar und die Bildung machen wir auf komplex. So, und mit den Einstellungen werden wir dann nochmal reinstarten. Und ja, ich bin dann gleich wieder da, wenn es geladen ist. Ja, und damit sind wir dann auch jetzt hier auf unserer Startkarte. Ich habe aktuell die Zeit natürlich gleich erstmal angehalten. Und wir starten hier in Spanien, weil basieren werden wir das Ganze auf Baustoffen und Kohle, was wir hier relativ nah beieinander haben. Also das Graue hier ist Kies. Und übrigens auch noch ein Grund, warum ich diese Karte sehr gern mag, weil die Kiesverteilung halt hier sehr realistisch ist, sprich an Küsten, an Flussmündungen etc. Gibt es hier halt den Kies zu holen. Die Kohle ist relativ in der Nähe und wir haben hier auch gleich eine Exportmöglichkeit. Und genau, mit der Karte werden wir denn erstmal arbeiten. Und ja, wie gesagt, wir fangen an und stellen uns erst einmal alles her, was wir zum Bauen brauchen. Hier werden wir dann eben exportieren. Wir werden hier eine Straßenverbindung legen
und eben unsere erste kleine Stadt bauen, unser Kohlevorkommen und unsere Baustoffe. Und dann werde ich mir überlegen, wo wir dann hier einen Schlussstrich machen und wo wir entsprechend dann genauer und detaillierter drauf eingehen. So, was jetzt bei mir schon mal ganz anders sein wird als bei allen anderen, was ich mir aber vorgenommen habe, dass ich das besser finde. Die meisten anderen Leute, wo man Videos anschauen kann, haben sich hier die Schnellwahlleiste zugepflastert mit allem, was sie zum Bauen brauchen. Und wenn man sich das dann anguckt, dann findet man das Ganze in der Aufregung nie wieder. Und deswegen möchte ich das nicht so machen und die meisten anderen Leute sagen dann auch gleich zu Beginn ihrer Videos so, jetzt mache ich hier mal unser Höhengitter an und ich habe jetzt hier schon mal was vorbereitet und dann haben sie hier ganz Spanien in dem Fall, weil wir ja eine europäische Karte nutzen, einmal platt gewalzt, am besten noch im Cheat-Modus, sodass es halt nichts kostet. Und damit soll man dann irgendwie weiterarbeiten. Und ja, das funktioniert meiner Meinung nach nicht so wirklich. Deswegen mache ich das nicht. Wir wollen ja wissen, was uns der ganze Spaß hier kostet. Und deswegen werden wir das anders angehen. Es gibt eine relativ geschmeidige und akzeptable Möglichkeit, wie man hier Geld sparen kann, und die werden wir auch entsprechend gleich ausnutzen, und da zeige ich euch dann eben auch, wie es geht. Am Anfang kommen wir allerdings nicht drum rum, und das werden wir dann eben hier mit Rubel machen. Wir müssen hier ein bisschen das Gelände einebnen. Und zwar brauchen wir das für den Anfang, und dann können wir aber relativ schnell dazu übergehen, dass wir das Ganze entsprechend günstiger bekommen. Aber wie gesagt, wir wollen ja wissen, was uns der ganze Speis hier so kosten wird, und deswegen müssen wir hier gehen und eben entsprechend das Gelände für unsere Zwecke anpassen. So, jetzt muss ich nur ungefähr so gucken, wo wir hier sind. Ich nehme hier immer die Linie so als Markierung. Und dann habe ich mir da schon ein bisschen, wie gesagt, es soll ja kein Tutorial, aber so ein bisschen wie so verschiedene Dinge sein sollten, wollen wir uns ja schon anschauen, und deswegen müssen wir da dann mal gucken, dass wir ein bisschen vorausplanen. Das wären dann ungefähr, ja, schauen wir mal, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, lass es 20 sein. Das wäre dann ungefähr hier. Wir gönnen uns mal den Luxus und eben noch ein bisschen auf Geld ein. Und dann schauen wir mal, dass wir das dann so hinkriegen, dass es passt. So. Und zwar gehen wir jetzt hier das Auto mit Rubel bauen, machen wir raus, und zum Planen nutzen wir auch die Lehmstraßen. Ich habe gesagt, wir brauchen von hier ungefähr 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20. Das ist, wie gesagt, grober Anhaltspunkt. Das ist jetzt nur für mich, weil ich weiß, wo ich in etwa meine Sachen gerne gebaut hätte, und deswegen ziehen wir jetzt hier erst einmal die Straße so als Hilfslinie, und dann werden wir als allererstes bauen das ist, glaube ich, auch beim Verkehr
Das Fahrzeugdepot, genau, das war hier. Und das stellen wir jetzt hier quasi daneben. Und das ist jetzt hier mal unser Ausgangspunkt. Und auch da müssen wir jetzt hergehen und das werden wir uns wohl oder übel mit Geld kaufen müssen, weil wir noch keine Rohstoffe haben. Das wird auch am Anfang so sein. Man kann es nicht schaffen, dass man alles macht, ohne Geld auszugeben. Und genau, sobald das gebaut ist, werden wir uns ein paar Fahrzeuge kaufen. Und zwar kaufen wir uns 1, 2, 3, 4 Bulldozer und wir kaufen uns 3 Bagger. Und zwar am besten die großen. Und damit haben wir nämlich einen entscheidenden Punkt jetzt hier schon mal erledigt. Wir können jetzt nämlich hergehen. Und dadurch, dass wir Bulldozer und Bagger haben, können wir das Gelände ab jetzt komplett kostenfrei bearbeiten, dadurch, dass wir hier einfach unsere Fahrzeuge einsetzen, die entsprechend für uns arbeiten, müssen wir uns hier keine Sorgen mehr machen um das Geld, das uns das Ganze hier kostet. Da wird jetzt der ein oder andere sagen, ja gut, das ist jetzt auch nichts anderes wie diejenigen, die es quasi mit Cheaten machen. Das mag vielleicht so richtig sein, es ist halt ein bisschen Geschmackssache. Ich möchte halt einfach für mich nicht einfach mal die komplette Karte hier einmal umgegraben haben, ohne dass ich dann weiß, was mich das kostet. Und so habe ich halt jetzt hier meine fixen Ausgaben. Ihr seht es bei dem Konto rechts oben bei den Rubeln. Wir haben quasi schon die ersten 100.000 fast ausgegeben. Und ja, das muss man halt einfach auf dem Schirm haben. Wenn man hier irgendwie plant, was der ganze Spaß einen so kosten wird. Ich werde auch mit Sicherheit nicht irgendwie komplette Abstriche hier einebnen, weil ich finde, das hat auch einen gewissen Charme, wenn man eben noch ein bisschen Luft hat und auch die Hügel und so weiter und so fort das alles mit einkalkuliert. Die einzige Ausnahme, wo ich das tatsächlich auch mache, aber halt eben ohne Cheat, sondern einfach mit meinen eigenen Bulldozern, ist hier das Startgebiet. Deswegen wird auch die erste Folge hier ein bisschen Überlänge haben, weil das halt einfach dauert. Ihr werdet dann auch sehen, wieso ich mir die Mühe mache, weil das hier doch ein relativ großes und zusammenhängendes Gebiet wird. Und meiner Meinung nach ist es da dann auch realistisch, wenn man hier so eine große Industrie aus dem Boden stampft, mehr oder weniger. Wenn man dann auch ein größeres Gebiet quasi hier eingeebnet hat. In der Zeit, wo ich hier wüst mein Gebiet gelitten tue, kann ich vielleicht noch das ein oder andere Wort verlieren. Und zwar zu den Mods. Ja, ich werde auch Mods benutzen. Manche einfach, weil sie mir besser gefallen als andere. Und manche aus ganz bestimmten Gründen. Da werde ich dann entsprechend jeweils was dazu sagen. Jetzt müssen wir hier einmal noch ein bisschen angleichen, weil ich da nämlich meine Produktion vom Kies starten werde. Und das ist auch ein relativ großes Gebiet, wo ich eine ebene Fläche brauche. Und deswegen müssen wir hier auch ein bisschen runtergehen. Ich werde auch auf jeden Fall einen Link, ich habe da extra eine Kollektion erstellt, da steht auch immer dabei, wie aktuell, von welchem Monat die Version dann ist. Da sollten alle Mods drin sein, die ich quasi hier im How-To verwenden werde. Und da könnt ihr euch dann entweder einfach komplett die Kollektion runterladen, wenn ihr das wollt, oder halt auch einfach nur die rauspicken, die ihr entsprechend, die euch gefallen, die ihr gerne haben wollt.
Und genau, ich werde dann jeweils dazu sagen, ob ich die jetzt rein aus optischen Gründen verwende oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Und wie gesagt, die Karte habe ich ja schon erwähnt. Das ist halt einfach, wenn ich jetzt hier jemand habe, der das vielleicht nachbauen möchte, dann hat er halt einfach so am besten die Möglichkeit, dass er quasi die Karte sich holt, die dann genauso aussieht wie meine. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier einfach einen kurzen Cut, bis ich das Gebiet soweit vorbereitet habe. Und sobald wir dann mit dem Bauen starten, gibt es auch wieder Ton dazu. Und ich bin dann gleich wieder da. So, und damit sind wir dann auch wieder da. Ich habe jetzt das Gelände soweit vorbereitet, ihr seht schon. Wie gesagt, das wird das einzige Mal sein, dass wir hier so extrem eingreifen werden, weil hier eben tatsächlich ein zusammenhängendes Fleckchen Erde entstehen soll. Und genau, alles andere werden wir dann einfach nach Bedarf entsprechend angleichen. Und eben mit diesem Depot für Straßenfahrzeuge und unseren Bulldozern können wir das eben entsprechend kostenfrei machen und müssen jetzt hier nicht irgendwie großartig cheaten oder sonst irgendwas machen. Gut, dann werden wir, wie gesagt, mit der Produktion von Baustoffen anfangen. Und das werden wir hier eben ausgehend von einem Kieswerk machen. Und hier werde ich auch gleich die erste Mod benutzen. Und zwar ganz einfach aus dem ganz einfachen Grund, weil wir hier einen Anschluss für ein Förderband haben, das uns ansonsten fehlen würde. Warum, zeige ich euch auch gleich. Wir deponieren jetzt einfach das Ganze mal, ja, ich würde sagen, hier so auf Basis, die, wo das Ganze hier einen Knick macht. Vielleicht können wir auch noch ein Stück weiter rüber gehen. So, ha. Es ist jetzt gerade auch nicht. Da, glaube ich, gefällt es mir am besten. Und dann können wir ja mal gucken. Was man jetzt gerade nochmal da ist, weil das Gitter schaut von hier gerade so komisch aus. Genau, wir brauchen das quasi hier. So, jetzt wenn ich da schaue. Lasst mal so, ja, ich weiß auch nicht, 20, damit man wahrscheinlich alles rein. Ja, wir bauen das jetzt einmal hier so rein. Da sollte man eigentlich ganz gut hinkommen. Ich würde es am besten auch gerne irgendwie schön haben und halbwegs gerade. Was ich jetzt auch nicht mache, ist das gleich. Wir werden die zwar nachher alle kaufen, aber ich habe das jetzt hier erst einmal deaktiviert, weil dann kann ich es nämlich bei Bedarf einfach nochmal abreißen, ohne dass uns zusätzliche Kosten entstehen. Und ja, deswegen will ich die eigentlich soweit ganz gerne erst einmal nur in der Planungsphase bauen. Jetzt muss ich gerade mal schauen, hier drüben bauen wir dann eine Straße runter, und damit ich weiß, wo die hinkommen, werde ich jetzt hier auch gleich, wir brauchen nämlich eine Straßenüberquerung von diesem Stück hier, und damit ich weiß, wo das Ganze hinkommt. Müssen wir hier
erst einmal, nein, wirst du wohl genau die Straßenkreuzung hier bauen, dann kann ich nämlich hier gleich quasi mit der Straße runtergehen. Und dann sollte man da eh ganz gut hinkommen. Ja, das haben wir ja wieder super hingekriegt. Jetzt steht uns nämlich hier das Ganze im Weg. So, ich glaube, ich muss hier mal noch mal ganz kurz ein bisschen. Das klappt so nicht, wenn da hier alles im Weg ist. Da müssen wir jetzt hier noch ein bisschen angleichen, damit wir hier nicht in die Bredouille kommen. Mit unserer Straßenplanung. So, jetzt schauen wir mal, ob es jetzt reicht. Oder wir machen es einfach so. Wir gehen jetzt da erst einmal hier so her. Das können wir dann nachher wieder entsprechend abreißen. Beziehungsweise ich glaube, dass wir die Straße so oder so noch brauchen werden. Genau. Dann haben wir das hier nämlich halbwegs gerade. Ich meine, es wird jetzt nicht alles die perfekte Straße sein, ist ganz klar. Genau. Und damit das Werk hier arbeitet, brauchen wir natürlich auch noch ein entsprechendes Kies-Förderzentrum. Und da werde ich eben auch den Mod benutzen. Und ich habe ja gesagt, ich zeige euch warum. So, weil hier die Original-Kies-Grube, die ist zwar im Prinzip genauso wie die andere, aber ihr seht schon, die hat nur einen Straßenanschluss. Und es ist die einzige Fördergrube in dem ganzen Spiel, die quasi keinen Bandanschluss hat, sondern tatsächlich nur eine Straße. Und ich will aber nicht, wenn ich das hier quasi nebeneinander baue, da extra einen LKW hinschicken. Weil gerade bei Steinen macht es ja meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn. Deswegen würde ich das gern eben mit Förderbändern machen. Und was ich jetzt gerade vergessen habe, wir wollen ja mit zwei arbeiten. Deswegen braucht man hier noch ebenfalls einen gemoddeten Turm, der uns das Ganze weiterleitet. Und zwar soll er das einmal hier in die Firma leiten und unten eben von den und den Minen annehmen. Wir können den relativ nah da dran bauen, weil wir werden die untere Straße zum Anschließen nehmen. Deswegen stellen wir den jetzt hier hin und dann gucken wir, dass wir eben hier unsere Minen, und zwar wie gesagt, ich hätte gerne zwei entsprechend hier anschließen. Welche das wir jetzt hier nehmen, ist eigentlich egal, aber ich nehme den jetzt hier so, dass die Straße da rausführt. Und vielleicht so nah, wie es irgendwie geht, da noch dran. Dann haben wir das nämlich schon mal hier, und dann würde ich jetzt hier auch gleich hergehen und entsprechend die Straße hier rausziehen. Dann wissen wir nämlich auch gleich, ob uns der andere im Weg ist oder nicht. Deswegen schließen wir hier einmal den Förderturm an, einmal unsere Mine an. Und dann werden wir unsere zweite Mine bauen. Und zwar soll die dann quasi den Straßenanschluss nach oben kriegen. Und dann müssen wir uns nur noch einen Punkt aussuchen, wo entsprechend auch unser Förderband gebaut werden kann. Und jetzt sind wir gerade einen Tacken zu nah dran.
Und so geht's halt jetzt gerade nicht. Und jetzt habe ich es wahrscheinlich genau so hingewurstelt, dass wir hier keine Verbindung kriegen. Das ist natürlich fatal. Wenn wir das jetzt hier einfach nur wegmachen. So, und dann müssten wir jetzt halt hier versuchen, dass wir hier irgendwo die Straße dran basteln. Ein bisschen zu scharf, aber das lassen wir dann mal dahingestellt. Wir machen das einfach nochmal alles weg. Wie gesagt, man kann einfach nicht immer perfekt das anschließen. Aber wir sind jetzt hier auf jeden Fall schon mal gut dabei. Und dann verbinden wir das hier noch mit dem Hauptweg. Und dann haben wir da soweit unsere Wegfindung abgeschlossen für den Anfang. Und ja, ich würde fast sagen, damit das Ganze jetzt hier nicht ein Unendlichkeitswerk wird, machen wir den zweiten Teil von unserer Baufirma entsprechend in der nächsten Folge. Wir können auf jeden Fall bis hierhin uns das Ganze schon mal anschauen. Wir können die Gebäude, die wir jetzt hier schon haben, entsprechend den Kaufauftrag setzen. Denn die werden auf jeden Fall so stehen bleiben. Da müssen wir nicht mehr großartig irgendwie was abändern. Und dann schauen wir uns das hier an, wie quasi unsere Basis der Baustoffgewinnung entsprechend entsteht. Dazu werden wir dann auch gleich hergehen und die Zeit weiterlaufen lassen. Und dann haben wir auch schon unsere ersten Gebäude stehen, und das finde ich eigentlich auch ganz schick, wie das hier so sich entsprechend hier abzeichnet. Und jetzt habe ich hier versehentlich den Kiesweg gebaut, ist jetzt egal. Hoppala, und hier fehlt uns natürlich noch die Fördereinheit. Und ja, damit steht die Basis, es steht der Kies. Ich mache wieder auf Pause, und was ich jetzt an der Stelle auch gleich noch machen werde, das ist nämlich relativ wichtig, sonst vergesse ich das wieder. Ich werde hierher gehen, ach Quatsch, und die Arbeiter abziehen von meinen Kiesminen, und ich werde mir stattdessen
den Luxus eines Baggers leisten, und zwar für beide Gebäude. Das hat einen ganz einfachen Grund. Das ganze Gebiet, was hier entstehen wird, bildet tatsächlich die Basis für unsere kompletten Baustoffe, die wir A haben und B brauchen. Und deswegen kann ich mir das nicht leisten, dass aufgrund von irgendwelchen Schwankungen, weil irgendwelche Arbeiter nicht hier hinkommen, weil, was weiß ich, der Bus gerade keinen Sprit hat oder irgendwo ein Stau ist oder sonstiges, kann ich mir nicht leisten, dass hier die Kiesproduktion abreißt, und aus dem ganz einfachen Grund ersetzt man hier die Arbeiter durch den Bagger. Die sorgen nämlich, bis auf die Tatsache, dass sie hin und wieder auch zum Tanken fahren müssen, aber wir werden hier auch noch eine Tankstelle einplanen, dafür, dass hier quasi der Nachschub nicht so einfach abreißt, und sind dadurch insgesamt ein bisschen steter als die Arbeiter, und aus dem ganz einfachen Grund werden wir hier Bagger statt Arbeiter einsetzen. Genau, und was wir dann mit dem ganzen gewonnenen Kies so anstellen, das werden wir dann in der nächsten Folge anschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid, und bis dahin sage ich wie immer danke fürs Zuschauen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.